Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen On the Road auf dem PC. Ich glaube, das gibt es auch bloß beim PC momentan. Es geht weiter. Das letzte Mal haben wir einen Auftrag angenommen. Wir gehen jetzt nach Magdeburg. Und da werden wir noch Ladung aufnehmen. So, ich weiß aber nicht, muss ich jetzt hier runter? Er sagt mir, fahr geradeaus weiter. Ich traue den Navi nicht. Das Navi hat irgendwie. Oh, ich muss doch hier runter. Was ist denn jetzt los? Oh, zum Glück war keiner hinter mir. So, schön vorsichtig. So, On the Road, der LKW-Simulator. Und zwar quasi die Konkurrenz für Eurotruck, hätte ich fast gesagt. Ja, hier können wir einfach ein bisschen managementmäßig können wir hier viel mehr machen. Wir können unsere Ware aussuchen, das können wir beim ETS auch. Aber wir können mehrere Ladungen aufnehmen, so viel wie wir zuladen können. Gewicht müssen wir natürlich ein bisschen im Auge behalten. Und Platz, weiß ich gar nicht, wie das ist mit den Paletten. Meistens ja alles Palettenware. So, ich hoffe, der führt mich jetzt hier. Boah, das sieht ja schon recht cool aus hier, die LKWs, was hier auf der anderen Seite sind. Ich hoffe, der führt mich jetzt hier zum nächsten Ort, wo ich laden muss. Wir gucken mal hier. Ich muss nämlich hier nachher laden, Hundefutter. Und dann geht's weiter nach Nürnberg. Und von Nürnberg nehme ich wieder Hundefutter zurück, bring das hier hin und ja, mal gucken. Hätten wir eigentlich noch irgendwie was in Leipzig aufnehmen können. Warum muss ich unbedingt bis nach Nürnberg? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, zum Anfang war eigentlich bloß das erste Ziel war Magdeburg. Aber wir schauen mal. Und es geht noch recht lang hier, finde ich, wenn wir da wirklich unterwegs sind. Von einem Ort zum anderen. Außenkamera haben wir auch, wollte ich bloß mal zeigen, muss ich dann aber mit der Maus steuern. Mit der Steuerung ist hier noch nicht ganz so super gelöst, meiner Meinung nach. So, ich habe voll eingeschlagen und bin gerade so rumgekommen. So, ich muss aber nochmal auf die Karte schauen. Wenn ich jetzt immer geradeaus fahre, dann komme ich eigentlich dahin, wo ich aufladen möchte, bitte. So, tanken waren wir auch schon mal. So, wie gesagt, das Einzige, was hier noch so fehlt, sind ein bisschen die Leute auf der Straße. Aber da wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Update geben. So, der sagt mir jetzt, ich soll hier abbiegen, aber ich traue den ganzen Frieden nicht und würde da mal geradeaus fahren. Wir machen einfach das, was wir wollen. Und sowas da können wir später auch fahren. Wenn unsere Firma irgendwann läuft. So, ich guck nochmal drauf. Ja, also ich würde jetzt mal geradeaus fahren. Damit wir da zu die Bude kommen, wo wir noch ein paar Paletten aufladen können. Müssen. Hundefutter. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Vielleicht komme ich auch von hier gar nicht ran und ich hätte doch den anderen Weg fahren müssen. Das sieht hier so aus. Ich fahre mal hier rein. Das sieht so aus hier wie Tierfutter. Die Taste.
Oh, da ist irgendwas. Ich glaube, da kann ich es aufladen. So, wie kann ich wieder aussteigen? So, okay. Rechten Mausbutton. Ich wollte auch mit dem Controller. So, Warenaufnahme Hundefutter. Jawohl, machen wir. Papiere unterzeichnen, akzeptieren. Aha. Okay, habe ich. Keine Ahnung, was das heißt. So. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Mitten mit der Maus spielen. So, okay, aber jetzt wieder mit dem Controller. So, jetzt versuchen wir da mal rückwärts anzudocken. Das war genau die falsche Taste. So, komm, spring wieder an. Also realistisch ist es wirklich, muss ich sagen. So, ich muss einen Rückwärtsgang reinmachen, die Bremse lösen und jetzt... Vielleicht würde es jetzt... Boah! Okay, vielleicht würde es jetzt mit dem Steuerrad auch gehen. So, die Ware haben wir aufgenommen. Wir machen einen Vorwärtsgang rein und düsen da wieder los. Jetzt können wir uns wieder auf das Navi verlassen. Ich würde jetzt hier vorne wieder rechts abbiegen. Sag ja, ist noch im Spiel, da muss man nicht bloß nach dem Navi fahren, da muss man noch ein bisschen mitdenken. Sonst hätten wir jetzt hier die komplette Ware gar nicht holen können. So, aber wir gucken nochmal. Wir haben jetzt das geladen. Hermsdorf. Sind wir da schon vorbei? Wo ist denn hier das komische... Das muss irgendwo da unten sein. Zeigt es mir aber nicht an. Da. Wenn ich drauf gehe, haben wir da beim Hermsdorf Ost. Bei der Tankstelle haben wir nachher so einen roten Dingensbummens da. Da muss ich das hinbringen, leere Paletten. Okay, und von da aus fahren wir dann weiter Richtung Nürnberg. Und von da aus müssen wir eigentlich wieder zurück. Da müssen wir aber wieder was in Leipzig aufnehmen. Also wir fahren jetzt mal rechts rum hier. Und ich habe es schon das letzte Mal gesagt, wenn ihr gerne mehr sehen möchtet hier vom On the Road, den LKW-Simulator, hätte ich fast gesagt. Logistik-LKW-Simulator ever. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. So, jetzt weiß ich nicht. Muss ich jetzt hier abbiegen? Was hat er jetzt wieder für eine Route für mich? Ich hätte doch vorhin hier abbiegen müssen, bin ich der Meinung. Ah, jetzt bin ich komplett wieder zurückgefahren. Jetzt fahren wir rechts rum und dann sind wir eigentlich genau auf der Strecke wieder. Dann passt das schon. Kann das natürlich hier alles mit der Maus noch besser betrachten. Fahrer ist einfach nicht zu sehen, sehe ich gerade. Aber wir setzen uns mal rein. Ich sag, die Leute fehlen so ein bisschen.
gemeint, in den Autos wären welche drin. Habe ich das Gefühl, damit das Lenkrad nicht so weit einschlägt, wie ich es gerne hätte. So, dann fahren wir wieder raus aus diesen komischen Magdeburg. Wir haben Fahrzeit, sollte eigentlich noch alles im grünen Bereich sein. Oder oben schauen. Und noch keine. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich eine Pause machen. Ich kann jetzt nicht ganz so gut gucken, wie viel Zeit wir da schon unterwegs sind, aber noch nicht so lang. So, und was natürlich cool ist, du kannst irgendwie deine Route selber wählen. Wir haben jetzt hier halt bloß einen kleinen LKW, wir haben keinen großen 40-Tonner Sattelauflieger, da könnten wir natürlich viel, viel mehr reinbekommen. Wir haben jetzt noch hier so einen kleinen Kastenaufbau, sage ich mal. Da sind wir noch ein bisschen eingeschränkt. Und ich denke, wenn wir so die ersten Aufträge gemacht haben, können wir vielleicht auch irgendwie mal noch einen Kredit aufnehmen. Versuchen wir jedenfalls. Und noch einen Fahrer einzustellen, der für uns auch noch fährt. Und da bin ich mal gespannt, wie das logistisch nachher gemacht wird. Ob wir den auch irgendwie die Aufträge zustellen müssen. Was der da zu tun hat und zu lassen hat. So, die gerade Ausspur ist hier. Bus auch schön. Das sieht doch aus wie ein richtiger Bus. Also von den Fahrzeugen her sieht das schon mal nicht schlecht aus, was sie hier gemacht haben. Von den Bäumen und so ringsherum, da kann man sich natürlich noch streiten. So, ich glaube, wir fahren jetzt hier wieder auf die Autobahn drauf. Was hat es hier? Ein Crash gegeben. Oh, da ist irgendwie noch, der schiebt den da gerade weg. Okay. So kann man es auch machen. Oha. Okay, sind noch irgendwie ein paar Bugs drin, habe ich das Gefühl. Hier ist zum Beispiel die Autobahn komplett leer. Das ist ja auch sehr unwahrscheinlich. So, 5 Stunden Fahrzeit habe ich noch offen. Aha, ich muss da eigentlich hier rauf. 5 Stunden 40 Minuten. Also ich muss Gas geben, sonst schaffe ich es gar nicht heute. So, und das ist jetzt zweispurig hier von Magdeburg Richtung Leipzig sind wir jetzt, glaube ich, unterwegs. Und vom Leipzig nach Nürnberg. So, wenn hier gerade ein gerades Stück kommt, wenn wir mal auf die Karte schauen,
So. Okay, jetzt geht's eigentlich, wir waren jetzt da. Wir müssen jetzt bis darunter. Das ist doch schon Wahnsinn. Also nee, wir müssen ja vorher noch hier abladen. Also wie gesagt, es braucht dann doch seine Zeit und es wäre gut, wenn man da bloß von gar nicht so große, lange Aufträge annehmen zum Anfang. Vielleicht doch bloß recht kleine, kurze, wo wir ein bisschen Geld verdienen, wo wir aber ein paar Stück nachher machen könnten. Aber ich wollte ja auch mal gucken, wie das hier auf der Autobahn aussieht, wie es in den ganzen anderen Städten aussieht. Aber Autobahn, wie gesagt, gibt es da noch ein, zwei Bugs. Der eine hat den jetzt da voll weggeschoben. Aber jetzt haben wir hier auch wieder ein paar LKWs vor uns. Wir fahren hier mit 90 drüber. Das sind natürlich viel zu schnell. Und man sieht es eigentlich, wenn man wirklich gut guckt, vor uns spawnen eigentlich die Fahrzeuge. Die kommen auf einmal aus der Luft und sind auf einmal da. Das ist noch nicht so super gelöst. Da müssen wir unbedingt das noch ein bisschen verbessern. Sonst hier mit den Windkrafträdern, das sieht nicht schlecht aus. Das ist realistisch. Auch mit der Autobahn. Hier auch die ganze Böschung. Das ist nicht schlecht gemacht. Was ich natürlich noch sehr cool finde, was sie gemacht haben, diese Rastplätze. Die sind sehr der Realität nachempfunden. Ja. Ein bisschen mit der Lenkung ist manch. Boah, der fährt den aber auch rauf. Wer ist jetzt schuld? Der Rowdy oder ich? So, ich muss meinen LKW auf jeden Fall reparieren lassen. Wahrscheinlich wird die Reparaturkosten teurer werden wie die Einnahmen, was ich da habe. So, kann ich das jetzt da mal wegmachen? Und das ist hier im Gegensatz zum ETS. So, wir fahren jetzt mal hier drauf. Sind die Straßen doch hier viel schmaler. Es ist schwieriger zu fahren, finde ich. Liegt aber auch ein bisschen noch an der Steuerung. So, Treibstoff haben wir noch genug. Wir würden jetzt eine kleine Pause machen. Seht ihr, das sieht doch aus wie auf dem richtigen Rastplatz. Wer schon mal auf der Autobahn unterwegs war, hier wird sogar noch Fremdwerbung gemacht, sage ich mal. OMSI 2. Großes Plakat auf dem Rastplatz von OMSI. Okay. Auch ein Spiel, wo ich überlegt habe, soll ich es kaufen oder nicht. Weißt du, was ich mache? Ich werde aussteigen. Kann ich nämlich hier rumlaufen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Was ist denn hier noch für Werbung? Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Alles klar, hier werden noch mehr Simulatorspiele angepriesen. OMSI, Feuerwehrsimulator. Und das ist das, was ich meine. Das sieht jetzt rastplatzmäßig, sieht das gut aus. Wenn jetzt noch hier ein paar verrückte Holländer sind oder irgendwelche alten Muttis mit ihren kleinen Kötern, wäre das hier optimal nachgestellt. So, und was noch cool wäre, wenn wir jetzt hier in den ganzen Trubel rein könnten und uns dann Kaffee holen und eine Wiener. Dann wäre man nämlich wunschlos glücklich gewesen. Aber das sieht schon mal gut aus und vor allen Dingen, wir können rumlaufen. Das sieht jetzt schon sehr gut aus hier alles, muss ich sagen.
Vor allen Dingen diese Werbung überall. Im Spiel Werbung versteckt, das ist natürlich ein feiner Schachzug. So, was haben wir denn hier? Riddick. Das ist neu, das kenne ich nicht. Das Konstruktionsgame. Mhm. Britke. Okay. Vielleicht sind es alles so. Ist alles vom. Die hängen doch alle unter einer Decke. Wo ist denn hier mein LKW? Da ist er ja. Ich habe nämlich vergessen. Die Fahrerkarte. Fahrzeit. Nee, hätte ich jetzt anhalten müssen. Eine Karte. Ruhezeit. Ich kenne mich nicht aus mit dem Zeug, aber ich glaube, so wäre das vielleicht mal nicht schlecht. Ich könnte mich da hinten draufhauen und mal eine Runde pennen. Wir haben da noch etliche Kilometer vor uns. Wir stehen jetzt da, kurz vor Leipzig. Müssen da noch weiter bis dort, glaube ich. Hermsdorfer, Hermsdorf. Das ist wahrscheinlich das Hermsdorfer Kreuz. Und nachher weiter Richtung Nürnberg. Aber das machen wir das nächste Mal, wenn ihr das gerne möchtet. Ich bedanke mich, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.